Herzlich willkommen bei Michaels Welt. Heute von Blue Bricks Fachwerk Restaurant, die Bestellnummer 103754. 3019 Teile für 99,95. Ich melde mich gleich mal eben kurz wieder, wenn ich das in die Schüsseln verteilt habe. Ich brauche Platz. Bin noch mitten am Auspacken der ganzen Einzelteile, aber hierbei schon, Obacht, es gibt einer mit Loch, einer ohne Loch. Tja, wie immer bei Blue Bricks, natürlich keine gedruckte Anleitung, PDF. Alle Teile in jede Menge verschiedenen Tüten, eine Zipptüte dabei und keine Baugruppen. Das heißt, ich habe es auf meine Tellerchen verteilt. Da hinten sind noch die Dachteile, die habe ich mir mal geschenkt, weil die kommen ganz zum Schluss. Da geht's weiter. Tja, und hier musste ich das Ganze in drei Lagen stapeln. Das ist gut fürs Gedächtnis, das ist wie Memory. Merke man sich, wo welche Steinesart war, dann braucht man nicht ganz so lange suchen. Naja, ich melde mich mal so bei den einzelnen Bauschritten wieder. Bauschritt 13, erster Zwischenbericht. Typisch Blue Bricks, die Tür schlackert, aber diesmal, wenn man sie randrückt, hält sie so minimal. Aber wir haben Farbabweichung, das sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz bei diesen Nougat-braunen Teilen. Die 8er und 3er haben die gleiche Farbe, die 4er auch, aber die 2er, die 4er, 2er und 1er, die haben Farbabweichung. Nicht viel, aber es fällt halt doch auf. Da das ein altes Gebäude ist, rede ich mir die Sache natürlich jetzt total toll und sage, naja gut, ist ein alter Holzdielenboden. Nehmen wir ganz im Ernst, das ist echt ärgerlich, wenn etwas dieselbe Farbe haben soll und da sind Farbabweichungen. Auch wenn er später innen drin ist und man das nicht sieht. Ich baue es, ich weiß es und Farbabweichungen sind denn nie schön. Das muss besser werden. Bauschritt 45. Flat Silver. Das ist so eine Muffinform. Inside. Flat Silver. Inside. Das ist so ein Bauschritt. Das Ding war über. Das kann man auch irgendwo hinbauen. Das ist da drin. Ich weiß, dass es da drin ist. Ich freue mich darüber. Aber sehen wird das nie nicht wieder einer. Aber egal. Stört ja keinen. Schritt 67. Fehler in der Bauanleitung. Normalerweise sind alle Teile, die darkbraun sind, mit DB markiert. Im Schritt 67 ist aber ein Fehler unterlaufen. Das Teil ist normales dunkelbraun. Das, das und das ist darkbraun. Das heißt, hier wurde ein kleiner Fehler in der Bauanleitung gemacht. Ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu kapieren. Ich habe nämlich diese Fliese 2x2, diese Platte, also glatte Fliese gesucht. Und die gibt es nämlich in normalbraun nicht. Und nur da, deswegen habe ich es gemerkt. Also, doof, aber nicht zu ändern. So, Bauschritt 74. Bis jetzt wurde die Unterkonstruktion der unteren Platten gemacht. Mit ein bisschen Umrandung, dass das ein bisschen hält. Eine ausgesprochen massive Treppe gebaut. Ein offener Ofen. Das könnte ein Pizzaofen darstellen. Küche mit viel Einrichtung. Süß auch die Teller, die man da so angedeutet hat. In dieser Serie dieser Häuser hat man sich, glaube ich, drauf verschossen. Irgendwie ist man in die Eier verliebt, war ja auch in der kleinen Scheune so drin. Weinregal hinten, sehr hübsch geworden. Die Tür, naja, sie schlackert doch nicht so, wie ich erwartet habe. Positiv, diese Blumen, die halten manchmal nicht so wirklich gut. Habe ich schon oftmals Ärger mit gehabt, dass die nicht richtig hielten. Die halten diesmal richtig gut, war ich angenehm überrascht. Tisch mit zwei Stühle. Mal so eine kleine Zwischenbilanz. Weil laut Anleitung geht das jetzt anscheinend mit den Außenwänden weiter. Und dann würde man ja nicht mehr richtig gut nach innen reinfilmen. Deswegen mal so einen kleinen Überblick, wie es bis jetzt innen drin aussieht. Es sind noch
ein paar Noppen frei. Hier so in der Mitte. Da sind noch Noppen frei und da hinten in der Ecke. Also irgendwas kommt zwar noch rein, aber wenn ich jetzt die Wände baue, wird man das später nicht mehr richtig gut hinfüllen können. Also bis dann. So, Bauschritt 126. Erdgeschoss von innen ist fertig. Ein Haufen Details. Kleines Fischli vorne an der Wand. Blumen in der Ecke. Die Wände verziert. Die Küche mit Dunstabzugshaube. Allen, was dazugehört. Kassenbereich hinten. Weinflaschen. Kleine Bilder an der Wand. Steine, dass das an der Wand, dass das so ein bisschen rustikal alles aussieht. Ein riesen Pizzateller. Da so ein Pizzaschieber an der Wand. Also randvoll mit kleinen süßen Details. Und sehen tut man da schon später höchstwahrscheinlich gar nichts. Man müsste durch die Fenster gucken. Aber das ist ja auch egal, ob man später was sieht da drinne. Ne? Es dreht sich ja darum, ich weiß, dass es drin ist, mir gefällt's und das ist die Hauptsache. Bauschritt 158. Auch hier, warum sollte es auch anders sein? Verschiedene Nougat-Töne. Das ist jetzt der Boden zum ersten Obergeschoss. Und er ist krumm. Ich bin aber verhalten optimistisch, dass wenn die Seitenwände kommen, sich das Ganze noch ein bisschen gerade zieht. Bauschritt 159 fand ich jetzt aber nur mäßig spannend. 18 Stühle bauen. Jeder Stuhl besteht aus 11 Teilen. Tja. Hübsch sind die Stühle. Aber 18 mal dasselbe bauen? Mäßig spannend. So, 181 sind wir jetzt. So sieht es später von innen aus. 4 gedeckte Tische. Die Schlacht am kalten Buffet oder warmen Buffet, Treppenaufgang, die Ferngläser dort als Treppenpfeiler, hübsch gemacht. Und was wird man davon später sehen? Nichts höchstwahrscheinlich, außer so ein kleiner Blick durch die Fenster, aber wie schon im Erdgeschoss. Ich weiß, dass es da ist und das ist die Hauptsache. Ich kaufe mir ja eigentlich nur Bausätze, die ich auch wirklich mag. Ich bin also nicht irgendwie so ein YouTuber oder so, der irgendwie alles Mögliche kauft, damit er alles rezensieren kann. Nein, ich kaufe mir nur Dinge, die ich mag. Und deswegen fällt meine Kritik im Allgemeinen auch recht positiv über die Bausätze aus. Aber hier ist sie wieder. Die berühmte Bluebricks Schlabbertür. Ich mag die Bausätze von Bluebricks. Es sieht wirklich gut aus. Hier mit der Küche nochmal. Total toll. Aber dann kommt so eine Schlabbertür daher. Und das regt mich auf, weil die wird jetzt die ganze Zeit, während ich das Ding baue, immer hin und her schlackern. Meine Güte. Ein Zehntel Millimeter mehr. Oder vielleicht ein Zwanzigstel Millimeter nur. Nee. 0,05 Millimeter. Auf jeden Fall. Winzigkeit. Eine Winzigkeit mehr. Und das Ding würde passen. Das kann doch nicht so schwer sein. So, Klick hört sich gut an, als wenn es drin wäre. Und trotzdem, es haut nicht hin. Also da müssen die echt was dran machen. Das riecht mich auf. So, erste Etage ist fertig. Auch hier wieder viel Dekoration an den Wänden. Hübsch. Und wenn man durch die Fenster reinguckt, sieht man davon nicht wirklich mehr viel. Aber ich weiß halt, dass es drin ist und das bereitet mir viel Freude. So, da ist es fertig. Zuerst mal eine ganze Handvoll Teile bleibt über. Wenn das ein Lego-Bausatz wäre, würde ich sofort denken, ich habe mich verbaut, weil wenn bei Lego große Teile überbleiben, hat man sich verbaut. Bei Bluebricks ist das nicht der Fall. Da ist es. Das ist der Eingangsbereich. Ein kleines Schildchen dabei. Natürlich nicht bedruckt. Es gibt keine Prints bei Bluebricks. Zumindest bis jetzt hatte ich noch keine Prints dabei.
Dafür gibt es aber auch keine Aufkleber. Habe ich auch noch nicht gehabt bis jetzt. Naja, das Schildchen, da ist so eine kleine Stange drin, die sitzt sehr press drin. Kein einziges Fehlteil. Alle Teile, die dabei waren, haben diesmal geklebt, also geklemmt. Ich bin total begeistert. Das Einzige, mit Türen haben sie es nicht so. Ja, das Dach, das ist eine Konstruktion. Ich glaube, die könnte man gegen die Wand schmeißen, da hat die Wand ein Loch. Ausgesprochen massiv gebaut, also nicht massiv, also ausgesprochen stabil gebaut, das Ganze. Bisschen Efeu, was hochrangt. Klein Mülleimer, eine Flasche, die an der Seite steht, auch Balkon. Liebevoll, sag ich mal, oben noch den Giebel schön verkleidet. Gefällt mir sehr gut. Das ist die Rückseite. Hier hinter ist im unteren Bereich ja die Küche eingebaut. Also könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein Abluftding sein soll. Hübsch. Kleine Erdbeer oben raus. Andere Giebelseite schön verkleidet. Efeu, was hochrangt. Besen. Was soll ich sagen? Ich bin total begeistert von diesem Bausatz. Wäre aber auch blöd gewesen, wenn nicht. Ich habe ihn mir schließlich deswegen gekauft, weil ich ihn leiden mag. Jetzt muss ich nur noch ein schönes Plätzchen in meiner Anlage finden. Und dann geht es als nächstes mit der Mauer weiter. Aber wie genau ich die baue, weiß ich noch nicht. So, da kommt das hin. Schön zur Geltung. Das ist der linke Anlagenteil. Neben der kleinen Scheune. Ich finde, das passt da total toll. Entstehen tut eine total schmale kleine Gasse, was mir sehr gut gefällt. Und hier zum was ist das, Theater oder was das da ist, Opernhaus, ist halt auch eine kleine Gasse mit dem Balkon. Passt soweit. Und wenn ich mir dann jetzt die Rückseite angucke, da ist noch eine freie Fläche, da passt noch genau ein 32er Modulargebäude hin, wenn ich dann noch mal eins habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.